Hallo, ich bin Ulrich und es geht um die AXA Deutschland oder AXA Colonia oder wie auch immer die sich nennen. Die kriegen ja auch viermal in 10 Jahren einen neuen Namen. Und da hat es ja gerade sehr viel Stress gegeben mit der privaten Krankenversicherung, die mich ja aus der Wohlverhaltensphase der Verbraucherinsolvenz rauskicken wollen. Noch ist recht viel Ruhe. Da hat es ja einen Termin beim Gerichtsvollzieher gegeben und das hatte ich ja in dem letzten Video alles dargestellt. Und jetzt soll ja bei jeder Zahlung einmal ein 5-Mark-Stück an den Vorstandssprecher der AXA Deutschland gehen. Die 5-Mark-Stücke habe ich jetzt für diesen Zweck extra gekauft. Lege ich euch den Link unten so rein. So, jetzt brauchen wir natürlich nur erstmal eine Grußkarte. Wollen wir die mal aussuchen? Danke. Zum Abschied. Na, das ist noch zu früh. Glücksblatt und nochmal Danke. Das waren so, ja, die habe ich so gefunden, ohne irgendwas drauf. Und ich würde mal sagen, ich habe mich eigentlich schon entschlossen, das Glücksblatt zu nehmen. So, auch da, ich habe erstmal nur 5 Markstücke gekauft und ich habe auch erstmal nur insgesamt 5 Grußkarten gekauft, weil hatte ich ja im letzten Video schon gesagt, ich gehe davon aus, dass der Vorstandssprecher die Post irgendwann nicht mehr annimmt. Hatte ich ja ausgiebig erklärt, dass ich das alles schon mal erlebt habe. Moment mal. Ich weiß, das ist ein französisches Unternehmen, ne? Und ist das eine französische Tasse? Nee. So, fangen wir mal an. Verschicken will ich das übrigens eigentlich nicht so als Grußkarte in dieser Form, sondern dann ganz, das denke ich, geht, werde ich mit einem C5-Briefumschlag oder so. B5 oder C5. Da muss ich aber noch mal gucken. Ich habe gerade gesehen, ich habe zwar noch C5-Umschläge da. Aber die sind alle mit ohne Fenster. Und da will ich dann schon das ein bisschen professioneller gestalten. Also, dass ich da was mache mit dem Drucker. Muss ich nochmal sehen, wie genau. Erstmal geht es jetzt darum, die Grußkarte zu schreiben. Da ist sogar ein Briefumschlag mit dabei. Ja, okay. So, jetzt nehmen wir. Ich habe natürlich auch, das ist das nächste, was mir dann aufgefallen ist. Ja, ich mache das nicht alle Tage. Ich habe natürlich auch keinen Füller. So, und zwar schreiben wir da rein, das habe ich mir hier schon. Ist der Ruf erst, na? Erst ruiniert, steht hier immer. Ich dachte, ist der Ruf erst richtig ruiniert, heißt es doch. Ist der Ruf erst. Richtig. Ruiniert, Komma. Und jetzt wird's spannend. Moment. Ja. Fair. Dient es sich erst richtig, jetzt muss ich ablesen, UNGENIERT, und dann steht dann Punkt hinter. So, das nächste, was wir machen, da nehmen wir jetzt aber einen, wenn ich den da habe, einen grünen Stift zu. Jetzt schreiben wir die YouTube-Kennung hier rein. Einfach bloß, und zwar, das habe ich mir jetzt auch hin und her überlegt, und zwar nicht mit HTTPS YouTube.be, sondern nur die eigentliche Videokennung. Und das ist W. U L P G 6 4 W 4 M.
Ja, und dann müssen wir das Ganze noch unterschreiben. Ulrich der Hörne. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal dann mal ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, grundsätzlich bei Schreiben an Behörden ja immer ohne Schlusskennung. So, nützt uns nichts. Jetzt muss ja noch was Wertvolles da rein. Und da haben wir ja hier die, wie gesagt, 5 D-Mark. Und die hat der eBay-Lieferant ja auch hier so schön in diese Folie geklebt. Und da würde ich sagen, so, ja, probieren wir mal. So, dieser Tesa-Abroller, den ihr hier seht, der ist aus meinen Studienzeiten. Den habe ich heute für dieses Video erstmal sauber machen müssen. Der hat Jahre vor sich hingestaubt. Ne? Der hat Jahre vor sich hingestaubt. Und jetzt ist der Tesafilm auch noch zu Ende. Ja, er ist. Muss auch noch gucken. Klebt das? Oh, oh. Ja, da sieht man wieder, das sind die Staubreste. So, und das wird jetzt nicht, also an diesem Umschlag, ja doch, kann man eben auch machen. Moment mal, da muss ich jetzt auch mal eben AXA und da müsste ja jetzt irgendwo ein Impressum sein. AXA Konzern. AG, jetzt muss man mal gucken, wie heißt er dann da? Alexander Vollort. Und die sitzen komischerweise auf der Kolonia. Allee 10 bis 20 in 5 1 1 7 1 Köln. Bin ich kürzlich, glaube ich, auch sogar auf einer dieser Artikel 13 Demos dran vorbeigefahren, fällt mir gerade ein. So, hier oben meine Anschrift kennt ihr ja auch, die steht ja im Impressum. Absender. Und jetzt ist die Frage, wie gesagt, das da jetzt rein. Passt das? Und jetzt muss ich mal gucken, habe ich irgendwie einen Prittstift? Ja, ich habe hier auch einen Prittstift. Ja, wie macht man das jetzt am besten? Man will ja schließlich die Karte da nicht einkleben. So. Ja, was man doch da alles an Verwaltungs... Oh, da haben wir was falsch gemacht. Was man doch hier alles an Verwaltungsdingen gebraucht. Ne? Also ein Tesa-Abroller musste ich wieder aus der Versenkung holen. Ein Prittstift, viele Jahre alt. Den grünen Stift habe ich ja immer wieder für Schreiben an Behörden. Ein Füller muss ich jetzt noch wirklich mal organisieren. Da muss ich morgen mal los. Ja, und eigentlich will ich das Ganze so ja nicht abschicken, sondern sag mal, das nochmal richtig in C5-Briefumschlag mit Fenster zu tun, damit die Post das dann auch vernünftig zustellen kann. Gut, gucken wir mal. So, jetzt hatte ich ja versprochen, 13 Minuten schon. Naja, gut, ein bisschen muss ich rausschneiden. Jetzt hatte ich ja versprochen, wir wollen noch ein bisschen Content mal machen. Da soll es heute mal bei geplant 12 Zahlungen haben wir 12 mal Content. Da können wir uns noch austoben in Sachen AXA Deutschland. Moment. Ja. Also.
Heute soll es mal darum gehen, was passiert jetzt mit so einer Post, wenn die dort ankommt. Und zwar hat mir der Ralf Donnermuth mal gesagt, das ist der Vorstandssprecher der United Internet AG. Nie gehört? Doch. Kennt ihr, das ist United Internet AG, da gehört die 1 und 1 zu web.de, gmx.de, Freenet, Mobilcom, Debitel, Autobahntelefonnetz, Strato, die ganze DVB-T-Sendekette, große Teile von DAB Plus gehören damit zu und so weiter. Auf alle Fälle hat der mir mal gesagt, haben Sie eine Vorstellung, wie viel Post die Leute direkt an mich schicken? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. Ich habe auch keine Vorstellung davon, was bei dem Doktor Vollort so ankommt. Apost. Es müssen Unmengen sein. Ich habe mal einmal bei Bosch von Herrn Fehrenbach, hieß der, glaube ich, Asche auf mein Haupt, wenn ich mich da jetzt vertue mit dem Namen. Da habe ich es wirklich mal geschafft, einen Treffer im Vorstandssekretariat zu landen. Das hat er wirklich persönlich gelesen. War beleidigt. Aber gut, das wird ja auch nochmal so ein Kapitel werden. Als Whistleblower macht man keine Karriere, muss man ganz offen so sagen. War dann beleidigt, hat das, und ich habe dann zumindest aber einen individuellen Brief aus der Jura, aus der, ja, wie heißt das, Jura, aus der Rechtsabteilung zurückgekriegt. Ja. Aber wie gesagt, Ralf hat mir mal wörtlich gesagt, ja, und daraufhin hätte er ja Dr. Sommer erfunden. Der, na, Moment, Entschuldigung, der Lacher auf der Jahreshauptversammlung war natürlich perfekt. Er, Ralf, hat Dr. Sommer erfunden. Er hat ihn wieder aus der Kiste geholt. Also wer auf so einen Reklametrick drauf reinfällt, der tut mir wirklich nur noch leid. Gut, so jetzt muss man gucken. Das seht ihr hier jetzt nicht, weil ich nicht auf dem Screenrecorder bin. In aller Kürze. Eine Versicherung gliedert sich immer in drei Gesellschaften. Das ist die Sachversicherung, das ist die Lebensversicherung und das ist die Krankenversicherung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das ist bei allen deutschen Versicherungen so oder pseudo-deutschen Versicherungen wie der AXA. Was ich sittenwidrig finde, ich empfinde das als sittenwidrig. Es ist nicht so, formal juristisch nicht so, ist, dass der Dr. Vollert Vorstandssprecher der Sachversicherung ist. Vorstandssprecher, also er ist Vorstandssprecher der AXA Sachversicherung, er ist Vorstandssprecher der AXA Lebensversicherung und er ist Vorstandssprecher der AXA Krankenversicherung. Und das persönlich finde ich sittenwidrig. Das ist aber bei der Gotha, wo ich selbst schon gearbeitet habe, Herr Baller, sei an dieser Stelle gegrüßt, ja, ist als Student gewesen, ist 30 Jahre her. Nee, 30 Jahre kann es noch nicht her sein. Egal. Ist eine gefühlte Ewigkeit. Wie sagte meine Oma immer, wenn die Ewigkeit nicht länger dauert, dann will ich wohl in die Hölle. Also Herr Baller ist genauso. Da ist es bei der Gotha, da heißt die Krankenversicherung dann allerdings nicht Gotha Kranken, sondern Berlin-Kölnische. Genau. Die Gotha ist auch keine Aktiengesellschaft, sondern ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Da haben wir vielleicht nochmal Content, drauf einzugehen. So, jetzt muss man sich natürlich mal vorstellen. Die Leute, die total in der Not sitzen, wenden sich alle direkt an den Vorstandssprecher, weil die Idee, den Dr. Sommer wieder aus der Kiste zu holen, von Ralf, das ist nicht die dümmste. Im ersten Moment ist das erstmal ein Lacher. Nee, wenn der einem, Herr Donnermuth, einem auf der Jahreshauptversammlung der United Internet AG erzählt, ja, wissen Sie, wie viel Post an mich kommt? Darum wenden Sie sich doch bitte an Dr. Sommer. Das ist natürlich ein Lacher im ersten Moment, aber im zweiten Moment ist es auch gar nicht so dämlich. Eine Vertrauensfigur zu schaffen, das habt ihr schon mal bei der Generali erlebt. Herr Kaiser von der Humburg-Mülleimer? Nee, Herr König von der Hamburg-Mannheimer? Müsste ich jetzt recherchieren, wie das noch genau saß. Das war schon mal so eine Figur Dr. Sommer. Den da aus der Kiste zu holen, ist lange her. Da hat es doch Dr. Sommer sogar noch gegeben. In den 80ern muss das gewesen sein. Gut, wie gesagt, Humburg-Mülleimer, ja. Hamburg-Mannheimer gibt es lange nicht mehr, ist heute Generali. Also italienisch. Moment, italienisch. Ja, na, da ist übrigens kein Kaffee drin, sondern da ist tschechisches Kofola drin. So, heißt, kann er gar nicht schaffen.
Ein einzelner Mann kann die Menge an Post, die da ankommt, direkt an ihn adressiert auch noch. Das kann er gar nicht bewältigen, erstens. Zweitens ist er dafür gar nicht da, das zu bewältigen. Der hat ganz andere Aufgaben. Und als jemand, der Aktien hat, lege ich einen Link unten zu rein, bin ich auch der Meinung, dass der sich da gar nicht drum kümmern muss. Dazu kommt das Themengebiet von Sachversicherungen. Da melden sich Leute, die ihr Auto zu Klump gefahren haben und dann jetzt kein Geld kriegen, weil sie überversichert waren. Genauso wie Leute, die eine Lebensversicherung jetzt ausbezahlt kriegen und in die Röhre gucken, weil die Gewinnbeteiligungen jetzt nicht mehr geleistet werden können, wie sie anfangs mal versprochen wurden. Genauso wie Leute, die durch die Krankenkasse in Not, durch die Krankenversicherung zum Sozialfall werden, also durch die Krankenkasse in Not geraten. Kenne ich auch einen von, der hat 800 € Rente oder so und das ist ein durchaus plausibler Rentenbezug. Ist gleichzeitig auch der Hartz-IV-Satz. Ganz, ganz komisch, ne? Und davon muss er, weil er privat versichert ist, Privatpatient war, 600 € jeden Monat Krankenversicherungsbeitrag bezahlen. Und von dem ganz konkret weiß ich auch, dass der sich auch an seinen Vorstandssprecher seiner privaten Krankenkasse gewendet hat, weil er einfach die Beiträge nicht mehr bezahlen kann. Ob wir nochmal ein Video machen müssen zum Grundbeitrag, also Gesetz, private Krankenversicherungen müssen ja jetzt einen Tarif anbieten, der sie leistungstechnisch und finanziell mit der gesetzlichen Krankenversicherung gleichstellt. Ein Fall ist mir bekannt, das ist ein Kollege von mir, ein ehemaliger Kollege, war bei der Aktion Hartz II, Hartz I, was ja die Voraussetzung war, um überhaupt in die Verbraucherinsolvenz gehen zu können. Ja, da kam der Bildschirmschoner gerade. Und da habe ich mal gehört, in der Firma, da gibt es einen bestimmten Kollegen, der ist privat krankenversichert, aber angestellt. Also Arbeiter. Als Arbeiter privat krankenversichert. Der hat's halt, da habe ich, ja, weiß ich nicht, Glück im Unglück gehabt. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn mir der Sprung in die gesetzliche nicht mehr gelungen wäre. Kann man so nicht sagen. Das sind die Geschichten, die das Leben schrieb. Wie gesagt, im richtigen Moment, im richtigen Moment mit dem richtigen Thema an der richtigen Stelle zu sein. Oder im Lotto gewinnen. Möchte ich jetzt so nicht drüber philosophieren. So, auf alle Fälle, das war ein Arbeiter, der privat krankenversichert war, weil er den Sprung in die gesetzliche, anders als ich, nicht mehr geschafft habe. Und der andere, von dem ich gerade erzählte, der sich auch verzweifelt an dem Vorstand, der wird durch die private Krankenversicherung zum Sozialfall werden. Da muss man sacken lassen, weil dem Basisbeitrag, da kommt man nur rein, wenn man auch Hartz-IV-Empfänger ist. Und da hängt wieder eine ganze, ganze Kette ran, so wie einfach, wie ich das in dem wie gerade verlinkten Video dargestellt habe, ist es dann nämlich auch nicht. So, wir fassen zusammen. Der Vorstandssprecher kann es von der schieren Menge nicht packen. Er ist dafür nicht da. Dafür wird er nicht bezahlt von seinen Aktionären. Und also der Vorstandssprecher nur mal zu, ist ein Angestellter. Der ist genauso angestellt wie jeder andere auch. Ne? Ein bisschen was anderes ist es dann schon. Das kennt ihr, wenn ihr eure Steuererklärung selbst macht. Da gibt es schon so ein paar Ausnahmen. Aber grundsätzlich ist er erstmal fest angestellt, wie im Prinzip der Sachbearbeiter, der diesen Brief dann in letzter Konsequenz öffnen muss, der Arme. Auch. So. Also, jetzt bin ich dabei, den Faden zu verlieren. Ja, von der Menge packt das nicht, vom Aufgabenbereich ist es nicht seine Zuständigkeit und von der Themenvielfalt kann das auch nicht packen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es nicht sein darf und auch nicht sein kann, dass ein Vorstandssprecher die Sach-, die Kranken- und die Lebensversicherung führt. Hat er die Allgegenwärtigkeit Gottes? Ja, so kommen sich diese Leute manchmal vor. Ne? Wie gesagt, Ralf Donnermuth hat gesagt, er hat Dr. Sommer. Da merkt man dann, in welchem Paralleluniversum solche Herren eigentlich leben. Damen sind mir da nicht bekannt. War ich schon mal auf einer Jahreshauptversammlung, wo eine Frau auf dem Podest gesessen? Ja! Cinemax. Das war aber der Aufsichtsrat. Ja, Board of Director gehört es auch zu. Da habe ich es mal einmal erlebt, dass eine Frau die Versitzung zumindest leitete. Jahre her. Gut. So, das ist das erste Schreiben für die erste Zahlung. Die ist erfolgt am 1. Juni, beziehungsweise, ja. So, die
Zahlung vom 1. Juli ist auch schon erfolgt. Da wird dann in Kürze das nächste rausgehen. Da muss ein zeitlicher Abstand sein. Und dann will ich gucken, dass wir zum 1. August, zur Zahlung für den 1. August, dann pünktlich sind. Meine Hoffnung geht ein bisschen dahin, dass der irgendwann die Annahme verweigert und dass ich dann mit 5 Grußkarten auskomme und mit 5 5-Mark-Stücken auskomme und nicht nochmal 5 5-Mark-Stücke kaufen muss und nicht nochmal 5 5-Grußkarten kaufen muss. Dann habe ich nur noch das Porto. Gut, so, das war der Content für dieses Mal. Was wollen wir denn beim nächsten Mal für einen Content machen? Schreibt mir das vielleicht mal in die Kommentare. So, trauriger Anlass. Bis dahin. Tschüss.